Richtig, das haben wir weder gewollt noch erwartet, aber da möchte uns jemand etwas andichten, wovon wir uns mehrfach distanziert haben und auch nicht zu schade sind, uns auch mehrmals noch weiterhin zu distanzieren. Wir haben das in der Tat schon auch diskutiert und waren gestern Abend hier bei Michael Müller beim Empfang, beim Bürgermeister. Da war das natürlich auch Thema Nummer eins in der Tat. Ich habe jetzt das Beispiel, was du ansprichst, noch heute flüchtig in der Presse gelesen, aber das ist natürlich ein No-Go. Da bin ich schon entsetzt, dass man sowas in einen Song überhaupt reinschreiben kann. Es gibt auch geschmacklose Promotion. Das ist immer eine Frage, mit welchen Werten man angetreten ist. Es gibt einfach Sachen, die verbieten sich, aus Respekt. Also für mich persönlich ist ein Ding so, meine Kunstfreiheit zur Religion fasse ich nicht an, weil es mir selber einfach unangenehm ist. So muss jeder, der Künstler ist, mit sich selber ausmachen. Und ich finde, es ist eine Sache, wenn wir was beurteilen, müssen wir auch ganz tief in die Materie eintauchen. Nun hat das Echo-Gremium ja entschieden, das zuzulassen, weil wir eben eine freie Meinungsäußerung in Deutschland haben. Und wenn, dann müsste es die Indexbehörde eben indizieren oder nicht. Und sie wollen sich nicht drüber hinwegsetzen. Das kann ich schon verstehen. Und ich, auch wenn die Äußerungen nicht in Ordnung sind, muss eine Demokratie und eine Gesellschaft im Zweifel das aushalten. Das Gute hier ist ja, dass es hier eine der seltenen Veranstaltungen ist, wo wirklich mal alle zusammenkommen. Ne? Volksmusik, Schlager, Rock, Hip-Hop, Pop, alle sind irgendwie da. Und quatschen miteinander und tauschen sich irgendwie aus. Also für uns war das in Art nicht kaputt, weil für uns ist es heute so ein bisschen Klassentreffen. Wir sehen ganz viele Gesichter wieder und treffen eine Menge Kollegen. Und heute wird das ausgezeichnet, was wir am meisten nehmen, das ist die Musik. Meine Hoffnung ist, dass hieraus einfach Gutes entstehen kann. Dass man irgendwie sich gegenseitig positiv befruchtet. Und ja, vielleicht entstehen ja hier gute Sachen für die Zukunft.